Oh Gott, ich bin ja besoffen schon nach einem Schluck. Was ist das? Ja. Scheiße, ich kann nicht mehr richtig... Nicht zu weit nach links. Ja, nein. Das scheiße ich. Ich weiß, aber das ist nicht so leicht, wenn du besoffen bist. Das Steuer wehrt sich. Es hat ein Eigenleben. Ja? Das war gerade sehr irritierend, weißt du? Das war gerade sehr irritierend, weißt du? Ich guck so auf die Tür, weil ich hier gespawnt bin. Dann guckt mich der Duke so mit so einem Exorzistenkopfdreher, 180 Grad, guckt er mich einfach an hier so. Deckt so, ah, was zur Hölle? Juhu. Wie er guckt, wie er mich anguckt. Ja. Bist du so, was hat der genommen? Ich will das auch. Egal, was du genommen hast, ne, mehr oder weniger. Da kommt noch so mit dem Brett durch die Tür. Ich hab besser als verkauft. Und macht Fotobombing direkt mit seinem breiten Rücken hier. So, Moinsen und herzlich willkommen zur Sea of Thieves. Es soll wieder ein neues Event geben. Die Cursed Sails sind ja jetzt vorüber. Das heißt, es gibt keine Schlachten mit Skelettschiffen mehr. Soweit ich das jedenfalls beurteilen kann. Dafür haben wir jetzt aber noch die verwunschenen Kanonenkugeln. Die können wir jetzt selbst einsetzen. Und wir können jetzt eine Piratenflagge hissen, die unsere Position auf der Map anzeigt, sodass uns die Gegner, also die anderen Schiffe, sehen können. Das wird sehr interessant. Mal gucken, was wir damit machen können oder auch nicht machen können. Und ja, jetzt müssen wir natürlich wie üblich erstmal unser Schiff ausrüsten. Mit dabei sind heute natürlich wieder Rizari und Lone Star. Hallo. Jo. Jo, sehr gut. Und hier der Duke, der hat mich hier am Anfang schon total erschreckt hier. Der sitzt jetzt irgendwie total besoffen hier rum. Ich spreche den mal an. Ich will nämlich mal wissen. Hier genau, der hat nämlich jetzt eine neue Gesprächsoption. Sind verwunschene Kanonenkugeln nicht schlecht? Nur wenn sie in deine Richtung fliegen. Die Meerkatze ist jetzt aus dem Sack. Überall wurden Fässer voller Kugeln entdeckt. Werden sie noch hergestellt? Darüber soll sich jemand anders Gedanken machen. Wir haben stattdessen etwas Spaß nach guter alter Schiffsrattenart. Außerdem werden die Skelette jetzt auf den Geschmack gekommen sein und mehr Schiffe bauen. Die beste Vorbereitung ist, wenn wir uns zur Übung gegenseitig verwünschen. Was meinst du? Und wenn du es wirklich auf ein Gefecht mit anderen Piraten abgesehen hast, hisse die Totenkopfflagge. Das war das, was ich gerade schon erwähnt habe. Mit diesem Prachtstück am Mast wirst du für andere Crews auf der Karte sichtbar. Hehe, vielleicht lassen sie sich sogar in die Falle locken. Viel Spaß, ich bleibe hier, damit der Grog für die siegreichen, verwunschene Crews weiterfließt. Ich glaube, der Grog fließt momentan nur für ihn, kann das sein? Nicht mehr lange. Ja, gleich. Wir müssen wirklich die Flagge hissen, wenn ihr nämlich bei hier Tab und dann Ansehen reingeht und dann durch die Schiffsratten geht. Scheint immer noch Skelettschiffe zu geben, hieß es ja auch. Ach so, die gibt's noch, aber die kommen nur, wenn wir die Flagge hissen, oder was? Das weiß ich nicht, aber es gibt halt hier Belobigungen, wenn du die Totenkopfflagge gehisst hast und ein anderes Schiff damit triffst, oder wenn du normale Seefahrten machst, während die Flagge gehisst ist. Stimmt, ich kann hier auch vernichte 5 von einer Giftkugel getroffenen Skelette machen und sowas. Genau, deswegen... Ich habe jetzt gemerkt, dass in den Fässern unterschiedliche Sachen drin sind, zum Beispiel auch verwunschene Kugeln. Ja, genau. Was hast du denn für eine? Das da ist eine sogenannte Tanzkugel. Eine Kugel, die das Tanzbein schwingen lässt. Sehr gut. Hey, wo hast du die her? Aus einem Fass. Aus einem Fass? Aus einem normalen Fass? Ach ja, stimmt. Die Fässer, die kann man jetzt auch anders öffnen. Die haben jetzt ein Inventar. Beziehungsweise hier, so. Und das ist ja anders als früher. Früher konnte man ja einfach auf F drücken, dann waren da entweder Bretter drin, Bananen oder Kugeln, die hat man direkt rausgeholt. Jetzt ist da quasi nochmal ein Zwischenschritt. Wahrscheinlich können halt auch dann solche exotischen Sachen wie diese Sphäre dann in so einem Fass drin sein. Hier sind zum Beispiel jetzt Bananen, Bretter und Kugeln in einem Fass drin. Ich fasse es nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Und wie viel davon kann ich jetzt nehmen? Ich gewöhne mir jetzt schon an, immer X zu drücken, um das Fass wieder zu schließen. Versuche ich auch gerade, ohne Witz. Das ging früher. Ich drücke die ganze Zeit F und so und alles geht nicht. Guck mal da hinten, da die schneller. Wolke. Komm mal zurück. Was? Hier an den Strand. Hier hinten. Wo? Wer? Was? Hier. Ah. Weiter. Guck mal, da hinten die Wolke. Was ist mit der Wolke? Schiff, oder was soll das? Wow. Die Wolke. Das ist definitiv ein Schiff. Ist das mit der Totenkopfflagge so gemeint? Meinst du, dass oder das ein Schiff ein mit... Das sind die Skelettschiffe. Das ist eine Markierung für Skelettschiffe. Das ist doch so ähnlich wie die Schädel über den Festungen.
Und das ist wahrscheinlich dann für die Schiffe, so schätze ich mal. Also würde Sinn ergeben. Das wäre irgendwie logisch. Sinn, ja. Cool. Weil warum sollte ein normales Schiff so eine Wolke über sich haben? Die Wolke müsste ja dann immer mitfliegen und das tut sie ja nicht. Sie bleibt ja stehen. Also. Aber Wolken können trotzdem fliegen. Ja, aber immer mit dem Schiff so, das ist irgendwie komisch, oder? Also es wäre ein bisschen merkwürdig. Nein. Nicht, dass wir hier noch nie merkwürdige Sachen gesehen hätten in dem Spiel. Wobei die fliegenden Schiffe, also die Schiffe, die plötzlich abheben, die normalen, die haben wir noch nicht gesehen. Das ist der eine Bug, den wir noch nie gesehen haben, der aber eigentlich am witzigsten ist, so, ja. Insel noch Kanonenkugeln und Bretter. Kein Sea of Thieves-YouTuber kennt dein legendäres Zitat, mehr Mann, keiner macht mich mehr an. Ja, die können ja auch alle nix. Huch, bei mir wurden gerade die Texturen vom Boot kurz ausgeblendet und wieder eingeblendet. Ach so, weil du gerade den Skin drauf. Ja, okay, alles klar. Hast du ein schönes Segel noch? Ja, ich habe nur diese Standardsegel von den verschiedenen Inseln. Ja, ich habe noch. Warte, ich muss aber erstmal hier meine Bananen wegtun. Ich komme, ich springe. Hui, ja, scheiße. Den Bärenkopf und so, den haben wir nämlich da schon. Okay, den Bärenkopf habt ihr, den. Ach, man kann jetzt nicht mehr mit R die Teile da reinpacken. Ja, das ist alles sehr anders. Oh Gott, da muss man erstmal drauf klarkommen. Man muss das Inventar öffnen und das dann rüberziehen. Welche Flagge darf es denn sein? Knochenmalmersegel? Knochenmalmer oder Haijäger? Was darf es denn sein? Eine schöne. Ach komm, wir nehmen die Knochenmalmer. Die passt doch ganz gut zur Bemalung. Perfekt. Ich glaube, das Rumpf ist sogar auch vom Knochenmalmer. Das haben wir ja für diese Dingens geholt. Oh, warte mal. Nochmal direkt so, damit man gucken kann. Schon mal die Kanonen nach unten, weil ich glaube nicht, dass wir hier einen auf friedlich machen müssen. Ich glaube es irgendwie auch nicht. Die Frage wäre jetzt, was wollen wir denn jetzt mal versuchen? Wollen wir mal zu diesem Blitzschiff da hinten, zu dem Wolkenschiff und dann mal gucken, was da ist? Da müssen wir uns aber, glaube ich, gut ausstatten. Ja, wir sollten uns erstmal ausstatten und dann können wir mal gucken, ob wir die Totenkopf-Flagge wissen. Ja, die Frage wäre halt. Die Frage wäre halt, ob wir die dann da brauchen, wenn wir da hinten kämpfen. Huch. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir mal kurz in die Belobigungen schauen. Warte mal. Mann, hier ist ja nichts drin, ey. Alles leer. Ja, alles leer, ja. Ganz viele Fässer sind leer. Das ist eine Rumpelkugel. Was? Ach ja, stimmt. Der Duke hat ja auch gesagt, dass diese verwunschenen Kugeln, dass die halt irgendwo gefunden werden können, ne? Also die müssen wir erstmal bekommen. So. Also ja, wir müssen die erstmal holen. Welche, die einem das Segel hochziehen. Ja, genau. Du hast welche gefunden. Also die haben wir nicht von Anfang an, diese Kugeln, sollte man noch dazu sagen. Okay, also wir müssen die Totenkopfflagge scheinbar nicht hissen für die Belobigung, wenn wir gegen Skelettschiffe kämpfen. Hier wird gerade gefragt, ob der Kraken drin ist. Ja, der ist jetzt wieder der drin. Der ist jetzt wieder da. Und soll angeblich wohl jetzt auch den Körper haben. Angeblich. Hoffen wir es mal. Wäre jetzt natürlich auch spannend, wenn wir den auch noch finden könnten heute. Wir müssen noch zwei Kanonen laden. Naja, ich weiß nicht. Ich gehe noch mal ein bisschen gucken, ob ich noch irgendwo Kugeln finde. Oder habt ihr jetzt hier schon auf der Insel alles abgegrast? Ich glaube, hier gibt es fast nichts mehr. Das meiste, ja. Was ist mit der kleinen Insel da vorne? War da schon eine? Da waren wir schon. Da waren wir gerade eben. Da ist auch das meiste ist da leer irgendwie. Ich gehe jetzt nochmal hier. Vielleicht mal kurz auf die Map gucken. Oh, stimmt, da sollten doch jetzt andere Schiffe angezeigt werden, die die Flagge oben haben, oder? Unser Schiff hat einen weißen Rahmen übrigens bekommen. Weil wir die Flagge oben haben? Nee, wir haben sie nicht oben. Aber ich sehe auch kein anderes Schiff mit gehisster Flagge. Also es hieß ja, die werden auf der Karte angezeigt. Das Fass hier hat einen Namen, Freaky Dusty. Das war vorher auch nicht so. Was? Das Fass? Mhm, Freaky Dusty. Ach so, ja, doch, da gab es ab und zu mal so ein Bananenfass oder so mit einem komischen Namen. Wo können wir denn einen schönen Fässer abkrabbeln? Ich habe jetzt noch eins gefunden mit Kanonenkugeln und... Vielleicht gibt es bei einem Vor so Kugeln. Das ist auf jeden Fall das nächste, fahren wir im Winter. Ja, würde ich sagen. So, ich komme auch. Weil hier drüben halt noch eins ist. Warte mal, geht's hier irgendwo hin? Schauen wir mal. Also ich sehe auf der Karte noch kein anderes Schiff markiert, von daher. Ja, mal gucken. Wir werden mal sehen, was wir jetzt so finden. Hui! Hey. So, alle da? Ich bin da, warte, Anker. Anker. Anker rauf.
Genau, also der Plan, meine lieben Freunde, nochmal zur Zusammenfassung, ist jetzt, dass wir uns mal da hinten hin zu diesem Wolkenschiff begeben, das anscheinend die Markierung für die Skelettschiffe darstellt jetzt. Nach den letzten Update. Und ja, ja, das, da wollte ich ja gerade sagen. Ihr müsst mich da auch ausreden lassen. Und davor, bevor wir das machen können, wir brauchen ja ganz viele Kugeln und wir haben ja nie genug, das wissen wir ja schon, ne? Müssen wir natürlich erstmal wieder Proviant sammeln. Und das heißt, wir müssen den nächstgelegenen Punkt ansteuern und der ist. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt drauf zufahre gerade. Wo willst du jetzt hin? Rapier Cay? Nee, nach Westen zum Fort. Moment mal, Keelhole Fort und Rapier Cay, gab's diese Inseln vorher schon? Ja. Ernsthaft? Das Keelhole Fort ist tatsächlich das Fort, was wir am häufigsten geradet haben, weil Ernsthaft? Das so ziemlich okay. immer aktiv Aber dann müsstest du noch ein kleines bisschen weiter Richtung Norden fahren jetzt, weil wir fahren gerade eher nach Rapier Cay statt nach Keelhole Fort. Also ah, ja, lenkt mal ein bisschen nach. Dann müssen nach wir die Segel rechts. Gleich mal kurz nachjustieren, wobei wir eh sehr schnell sind. Ich geh mal vorne hin. War da gerade ein Fass im Wasser oder habe ich mich verguckt? Ah nee, warte mal so rum. Kommt der Wind von hinten eigentlich? Ja, ne? Ja, ja. Deswegen. Haha, wahnsinnige Geschwindigkeit. Das ist sogar ein versunkenes Schiff. Sauft euch voll, dann kommt der Kraken. Das hat bei euch immer funktioniert. Ja. Das yeah, stimmt. Das ist. Das können wir, das kriegen wir hin. Wenn wir eins gut können in diesem Spiel, dann saufen. Ich glaube, ich hatte ein bisschen zu weit rechts gedreht. Böse Zungen munkeln, man muss ja fürs Saufen nicht viel können, aber das sind die Leute, die nicht wissen, wie man säuft. So, jetzt aber. Also wir können uns besaufen in dem Spiel, wir können auch gut absaufen, das haben wir auch schon bewiesen. Ersaufen können wir auch gut. Okay, Außenposten ist voraus, beziehungsweise nicht Außenposten fort, meine ich. Oh, wir sollten langsamer, sollte ich das Segel nicht in den Wind drehen, meinst du? Vielleicht sollte ich es hochnehmen. Wir sollten vor allem gleich mal ankern. Wie hat Anke gesagt? Ah, Anke! Anke kommt! Ja, siehst du, passt doch. Perfekt. Wie abgezirkelt, so. Zack. Warum? Ich sollte mein Inventar auch leer machen, bevor ich darüber gehe. Das alte Problem. Ich wollte gerade sagen. Dass du daran gedacht hast beim ersten Mal. Ja, bevor er auf der Insel war. Was ist da los? Wo ist Spielbär und wer bist du? Kanonenkugeln. Und nichts. Ich bin der Alien, der Spielbär ersetzt hat. Noch mehr Kanonenkugeln und Bananen. Ich hoffe ja, dass es hier auch die verwunschenen Kugeln noch gibt, weil es ist halt ein Skelett vor. Ach, die gibt's wahrscheinlich random überall. Noch mehr Kugeln. Ba, 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 ba. Aber echt viele leere Fässer. Ganz viele Bananen. Das ist vor allem dann im Kampf wird das furchtbar, wenn man erst dieses hässliche Inventar aufmachen muss, um das Zeug rauszuholen, ey. Mhm. Oh, eine Flaschenpost. Und dann musst du ja... Oh, ich mach die mal auf. Ja, ich hab hier Steuerkugeln bekommen. Vorsicht, dann kommt die Steuerfahndung. Oh, scheiße. Und eine Grockkugel und eine Tanzkugel. Und ein Schießpulverfass ist hier. Tanzkugel und Schießkugel und Steuerkugel. Also hier im Vor drin sind einige Sachen. Auch noch normale Kanonenkugeln. Ich bringe ein Sprengfass, ne? Jetzt keine Faxen. Ja, ich bin auch gerade eine Humpelkugel. Ne was? Eine Humpelkugel. Humpelkugel. Fangen wir dann alle an zu humpeln? Die Gegner, wenn wir sie damit treffen. Ja, wenn wir uns damit treffen. Wenn wir es richtig machen. Wenn wir es richtig, ich wollte gerade sagen. So, jetzt Vorsicht, ne? Wir haben hier Sprengfässer. Es scheint tatsächlich viel solcher Kugeln zu geben. Das ist cool. Gott, ist das Spiel nochmal dunkler geworden nachts? Kommt mir irgendwie so finster vor. Ja, ich lief eben auch gerade schon mit meiner Taschenlampe genommen. Sehr gut. Cheater! Cheater! Vielleicht sollten wir die Lampen auf dem Schiff einfach mal anlassen. Ja. Nein, dann sehen uns doch die Leute. Jawohl. Und seit wann versinken die Sprengfässer also im Boden?
Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Es ist alles anders hier in Sea of Thieves. Es ist ein neues Spiel. Alles anders. Es ist alles anders. Völlig anders. Hier sind noch zwei Kugeln in diesem Fass drinne. Hier sind noch 1000 Bananen gefühlt. Ich hätte vielleicht die Kugeln auch mal weglegen sollen. Oh Gott. Weißt es sind du, noch 11 Bananen oder so im Dingens drin, da in dieser großen. Wenn man sich, weißt du, da hat man sich einmal an diese ganze Inventarlogik aus Sea of Thieves gewöhnt und dann ändern sie es einfach um so und machen noch ein Zwischeninventar rein. Oh Mann. Habt ihr schon irgendeinen Kanonenkugelfass, wo ihr die komischen Kugeln reinpackt? In das linke unten habe ich so. Komischen Kugeln. Ich stelle mir jetzt so Kugeln mit so Clownsnasen vor. Und okay, so, dann machen und so wir dicken Schuhen. Linke. Und so quietschend. Meint ihr, da ist jetzt noch was damit drüben? Damit wir sie halt wiederfinden. Da ist einiges noch drin drüben. Vor allem normale Kanonenkugeln halt. Und okay, Bananen. Ich gehe nochmal rüber. Frag mich nur, warum das Inventar der Fässer so viele Plätze hat, weißt du? Ja, ne, es macht ob eigentlich keinen Sinn. Ob man jetzt mehr reinmachen kann oder nicht, ist jetzt die Frage. Meinst du, wenn der eine Stack voll ist, dass er dann den nächsten anfängt? Ja. Ist so meine Hoffnung, irgendwie. Irgendwie bezweifle ich das. Das wäre furchtbar, da müssten wir ja so viel sammeln, bis wir mal alle Fässer voll haben. Das machen wir noch nie. Ich glaube da auch irgendwie nicht dran. Bananen und so im Inventar. Ja, eben. Hier sind noch ganz viele Bananen. Ob das bei den Schatzkisten vielleicht dann auch so ist, dass man manche dann vielleicht auch aufmachen kann und dass dann da Items drin sind und so? Beim Loot dann vielleicht? Ja. Das sind Wunschträume. Meinst du? Ja. Ja, mal gucken. Hier ist noch. Direkt kaputt machen. Alter, hier sind wirklich noch ganz viele Kugeln. Mhm. Jetzt habe ich mir wehgetan. Toll. Nein, warum denn? Warum tust du sowas? Runtergefallen. Aber warum? Hier ist noch ein Sprengpass. Neben uns ist ein anderes Schiff, wollte ich nochmal so erwähnt haben. Ein Dreimaster. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Aber die fahren vorbei, so wie es aussieht. Noch. Ich guck mal durchs Rohr, durchs Guckrohr. Nichts. Bananen. Ich glaube, hier gibt es jetzt fast nur noch Bananen, oder? Die haben keine Totenkopfflagge gehisst und sind auch sehr schnell unterwegs. Ich glaube, die haben keinen Bock auf uns. Ist so meine Vermutung jetzt. Sie haben keinen Bock auf uns. Sie mögen uns nicht. Sie können uns nicht leiden. Ist das schlau, Sprengfässer mitzunehmen? Und wir haben ja auch Licht an. Ich meine, die haben auch kein Licht an. Und wie wir alle wissen, im Piratenkodex steht drin, dass Schiffe, die kein Licht anhaben, nicht gesehen werden wollen. Das heißt, ja. Im Community-Piratenkodex. Die haben angehalten, glaube ich, Moment. Mit diesem Kodex habe ich mir höchstens den Hintern abgewischt bisher. Irgendwas hat geknurrt. Das war das also. Ich habe mich auch schon gewundert, warum das so rau ist. Oh Gott. Moment. Ja, ich habe auch was knurren gehört. Ich muss mal hier ein paar Sachen weglegen hier. So. Und, das Knurren anders als vorher? Nee, das ist genauso das Geräusch des Kraken, was wir immer dachten, dass es ist. Ist da jetzt immer noch was drüben? Nicht viel. Bananen. Ach, dann lasst uns losfahren jetzt, würde ich sagen. Zu dem Schiff direkt? Reicht das schon, was wir haben? Ich habe halt keine Ahnung, ist das denn so eine richtige Schlacht, wo man wieder 8 Schiffe kaputt machen muss oder kommt da nur eins? Wahrscheinlich ist es wieder. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es wieder eine Schlacht. Ich meine, dieser Dreimaster, der kam ja gerade aus der Richtung mit hoher Geschwindigkeit. Wahrscheinlich haben die es nicht geschafft. Würde ich jetzt mal vermuten. Dann kriegen wir das aber hinten. Richtig, genau. Habt ihr den Kraken gefunden? Wo ist das denn? Direkt voraus. Vorne. Oh. Haben wir ja perfekt gehalten, ne? Mhm. War doch geplant. Jetzt ist nur die Frage, wie weit ist es weg halt, ne? Das sieht man ja mal nicht so genau. Da drüben links habe ich aber auch noch was blitzen sehen, aber das könnte auch der Sturm gewesen sein. Fahr mal los. Fahr mal los. Blöd, Bananen zu essen hier. Wir haben ja nicht mal ansatzweise genügend Kugeln dabei, aber wie wir alle wissen, haben wir nie genug Kugeln dabei. Man kann nie genug Kugeln haben. Okay, Ritzi macht das schon. Dann drehe ich mal, ne, die Segel in den Winde. Wobei ich eigentlich ungern am Steuer stehe. Ich kann auch übernehmen, wenn du möchtest. Bitteschön. Haha! Juhu! Juhu! Hab ich frei! Moment mal, was kann das nur bedeuten, wenn du frei hast? Das läuft wieder nur auf eins hinaus. Oder hinein, je nachdem. Nein.
Ah, ich höre es schon schlurfen. Ey, ich habe auch noch einen Krug. Moment, Vögel, Vögel im Wasser, da hinten. Da ist Pöbel im Wasser, ja, habe ich verstanden. Da ist was versunken ist. Oder ein Fässer oder irgendwas. Wollen wir da noch anhalten oder... Sonst kann ich nochmal schnell einschlagen und dann nochmal hinfahren. Ja, schlag mal. Ja, ja, ich muss noch austrinken. Wir können da ja auch noch Vorräte... Alter, was war das denn für ein ekliger Rülpser gerade? Das war so halb Kotze, halb Rülpsen. Das war Ausatmen mit Stückchen. Ja, das ist, wenn schon so, wenn die Kotze schon anfühlt, so ein bisschen. Hui, Wellengang. Hui, Felsen. Oder sowas, genau, Vorsicht. Ja, ich sehe das schon. Ich habe das hier voll alb kalkuliert. Alpkalkuliert. Oh Gott, ich bin ja besoffen schon nach einem Schluck. Was ist das? Ja. Scheiße, ich kann nicht mehr richtig... Nicht zu weit nach links. Ja, das ist scheiße, ich weiß, aber das ist nicht so leicht, wenn du besoffen bist. Das Steuer wehrt sich. Es hat ein Eigenleben. Ihr müsst euch bereithalten, um gleich in wenigen Sekunden die Anke auszulösen. Jetzt Anke. Der Tourette, tu das. Anke, ja. Was, Tourette? Ich bin ins Schiff gefallen. Anke kommt. Okay. Alter, was ist denn das? Wipp, 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 wipp. Hui. Oh, hui. Ich häng fest. Ah. Was ist das hier? Wrath of Hades. Das Barrel ist leer. Oh, jetzt ist das Looten unter Wasser natürlich auch ein bisschen, ne? Ah, ja, stimmt. Man muss ja jetzt die Fässer da auch aufmachen. Ja, da sind Kugeln drin. Yes. Und hui. Moment. Aber hier schwimmen ja auch noch Bananen und so im Wasser rum. Ich glaube, ich muss mal kurz Luft holen. Ich bin schon zu lange hier unten. Ich bin schon viel zu lange hier unten. Ich gehe mal nach unten und guck mal, ob es da irgendwie Loot gibt oder so. Hey, hier ist noch eine Flaschenpost. Haha, wir haben noch einen Auftrag. Was haben wir überhaupt jetzt für Aufträge? Keine Ahnung, ich habe nicht geguckt. Wahrscheinlich irgendwas Blüten zeitkritisches. Und... Oha. Moment, 6 Schatztruhen. Ich glaube, der macht hier schon Umumu. Ja. Umumu. Oh Scheiße, ich verliere schon Leben. Hier ist übrigens nichts mehr drin. Ist eine Banane. Da ist übrigens nichts mehr drin, ne? Oh, ein Lebfass ist toll. Also nichts zum Klauen. Also kein Zeug von Wert. Nixe Lute. Pop, pop. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Eine Erschöpfungskugel habe ich gefunden. Eine Erschöpfungskugel? Und ja. Eine Humpelkugel. Ich muss ganz schnell wieder hoch. Also hier unten gibt es scheinbar auch solche Kugeln. Aha. Ha, konntest du die jetzt alle mitnehmen? Nee, ne? Oder? Doch, ich habe... 3 Stück. Ich habe leider nicht alle Fässer durchgucken können. Ich muss jetzt wieder hoch. Gott. Ich kann nicht mehr festhalten. Ich weiß. Hey, Moment mal. Ah, ich wollte gerade sagen, dass... Du bist doch noch unsichtbar, wenn du in mich reinläufst. Das war gerade ganz merkwürdig. Ich habe nämlich mein Musikinstrument in dich reingehalten irgendwie. Ach, schön, toll. Ein Traum, nicht wahr? Was hast du denn nicht für Hobbys, verdammt? Nur tolle Hobbys. So, und jetzt muss ich mal schnell... Was wollte ich jetzt eigentlich hier unten? Ach ja, ich wollte mir eine Banane rausholen. Ich habe nämlich keine mehr. Ach, jetzt ist da, komm. Mhm. Da gibt's doch nichts mehr sonst. Nix gibt's mehr hier. So, wo ist das Schiff? Was ist das Schiff? Ich sehe das Schiff nicht mehr. Es ist weg. Ah, doch, rechts hinter uns. Ja. Das ist eine Schlafkugel gewesen. Beschreibungen zu den ganzen Kugeln, ey. Schön aussehen tun die. Ja, mhm. Eigentlich schon zu schade zum Verschießen. Die könnte man sich doch eigentlich ins Regal stellen, so. Steuerung hing gerade. Ich will das jetzt mal testen. Ich mache jetzt das eine Fass voll bis auf 100 Kugeln. Und dann gucken wir mal, ob noch was reinpasst. Mhm. Ja! Es geht! Krass. Der Wahnsinn.
Das eine Fass hier hat jetzt einen 99er Stack und daneben hat er einen neuen Stack angefangen. Du meinst, die Fässer sind jetzt bodenlos? Ja. Naja. Naja. Links sind übrigens Vorräte im Wasser. Was? Wo? Hier links direkt. Die gehen auch nicht unter. Das ist gut. Vielleicht haben sie es wieder rausgenommen mit den untergehenden Fässern da, mit den Vorratsfässern. Das ist auch scheiße gewesen irgendwie. Wahrscheinlich war es auch nur ein Bug. Schade ist jetzt, dass man bei diesen Barrels nicht mehr lesen kann, wie viel drin ist. Hier möchte jemand wissen, wie es klingt, wenn du Schluck auf hast, Ritzi. Wieso? Ich weiß es nicht. Hier sind noch so Warum? Viele Bananen und Kugeln. Wo seid ihr? Ich kann es nicht provozieren. Das kann, glaube ich, niemand in Sachen Schluck auf, oder? Nein. Ich kann es nur im Spiel provozieren. Doch, das geht. Wenn man von außen durch die Bauchhöhle durchbohrt und das Zwergfell dann reizt mit irgendwas. Die Bauchhöhle perforieren, oder was? Richtig. Na super. Das merke ich mir mal für Two-Point Hospital dann. Freu dich aufs Spritzenhaus. Da bin ich noch nicht, nicht spoilern. Boah, wer pfeift da so krumm, ey? Welche Pfeife? Oh Gott. Die größte hier. Weil du stehst ja am Steuer. Hallo? Nee. So. Ich kann das Schiff nicht sehen, aber ich denke mal, es müsste irgendwo voraus sein, oder? Ja. Diese Geräusche. Oh, nein! Jetzt wünsche ich mir so einen Scheibenwischer, so, der einmal so quer rüber geht. Toll, wie ich das im Stream jetzt nochmal sehen kann, dass ihr mich angekotzt habt. Boah! Ah, wie ich noch gesehen habe, wie es aus dem Mund kommt. Hast du dir einen Spicker auf die Hand geschrieben? Wo Norden, Westen, Osten? Ja, hat er! Ja, genau, auf die Hand. Das da bringt er mir auch so viel. Scheiße. Ah, ich hab mal so ein bisschen. Ah, warum tropft mich dieser Glimmer? Ah, nee. Da steht im Chat schon mehr Kotzen, siehst du? Noch mehr? Wenn wir noch mehr kotzen, gehen wir vor lauter Kotze unter hier.